Hallo Leute, ich bin Woodcraft CZ alias Paul und heute sind wir hier im Hauptquartier von IGM, wo wir dieses schöne Meißelset aus unserer neuen Produktlinie vorstellen und erklären, warum es Teil eures Holzbearbeitungsarsenals sein sollte. Diese Meißel eignen sich für eine Vielzahl von Schneide- und Schnitzarbeiten mit Holz. Von der Säuberung von Zapfenlöchern bis zum Schneiden komplizierter Schwalbenschwänze und sogar für die einfachsten Aufgaben wie das Entfernen der Leimspuren vom Verleimen der Werkstücke, die ihr gerade aus den Zwingen genommen habt. Mit diesen Eisen seid ihr vom Anfänger bis zum erfahrenen Handwerker bestens bedient. Beginnen wir mit einem Überblick über die Hauptmerkmale. Angefangen bei der Tatsache, dass es 9 verschiedene Größen gibt, die von 6 bis 40 mm reichen, sodass jede erdenkliche Anwendung für ein Stemmeisen abgedeckt ist, vom Schneiden eines Schwalbenschwanzes bis zum Bau einer Pergola. Das Besondere an diesen Stemmeisen sind die schmalen, konisch zulaufenden Schneiden, die eine präzise Schwalbenschwanzbearbeitung ermöglichen, sodass ihr auch in engen Lücken arbeiten könnt. Die Klingen sind geschmiedet und haben eine Härte von 60 auf der Rockable-Skala und das ist genau das, was wir von einem Meißel erwarten. Dies ermöglicht eine fein geschliffene Klinge mit einer 25-Grad-Phase und einer polierten Oberfläche, die für geringe Reibung sorgt, die scharfe Kante beibehält und gleichzeitig das Schärfen bei Bedarf erleichtert. Wenn wir von der Klinge nach oben blicken, sehen wir direkt unter dem Edelschaftstahl eine Lederscheibe. Diese Lederscheibe ermöglicht die Dämpfung und reduziert unnötige Resonanzen des Hammers auf dem gesamten Weg nach unten bis zur Spitze des Meißels und dem Schaft, an dem ihr gerade arbeitet. Dies ist besonders praktisch, wenn ihr ständig mit einem Meißel arbeitet. Weiter geht es mit diesen schönen, von Hand polierten Griffen aus haltbarem Hainbuchenholz, die mit einer Wachspaste behandelt wurden. Ich muss sagen, die Meißel haben eine tolle Größe für die Handfläche und die Balance ist hervorragend. Ihr könnt die Meißelklinge mit sehr geringem Aufwand dort positionieren, wo ihr sie benötigt, da sie so ergonomisch in eurer Hand liegt. Das ist mir besonders aufgefallen, als ich die Meißel zum ersten Mal benutzte, um einen Halter für sie zu bauen und die Schwalbenschwänze zu schnitzen, bei denen es auf Genauigkeit ankam. Einfach großartig. Beim Kauf dieser Meißel werden sie mit einem Schutzfilm geliefert, die die Klinge des Meißels bedeckt. Dieser kann mit einem einfachen Lösungsmittel wie Aceton entfernt werden. Ich bevorzuge es, ihn auf einem Schleifstein oder einer Schärfevorrichtung kurz abzuschleifen. Aber so oder so ist es ein sehr einfacher Prozess, den Film zu entfernen. Was ich an diesen Meißeln auch sehr mag, ist, dass sie mit Hämmern beider Typen verwendet werden können. Ihr könnt den runden oder den flachen Hammer verwenden. Und nun das Tüpfelchen auf dem I. Die Meißel werden in der Tschechischen Republik hergestellt, sodass wir stolz darauf sein können, sie für euch in der ganzen Welt anzubieten. So Leute, damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch unbedingt unsere anderen Videos an und haltet Ausschau nach all unseren zukünftigen Videos auf unserem Kanal. Bis dahin viel Spaß bei der Holzbearbeitung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!